Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir hatten uns im letzten Video angefangen, darüber zu unterhalten, was denn eigentlich so Rentabilität ist und was es für Konzepte gibt, um die Rentabilität, also die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu bewerten. Und festgestellt hatten wir schon, es gibt die Gesamtkapitalrentabilität. Die hat so ein bisschen ihre Tücken, was den Einfluss von Fremdkapitalzinsen angeht. Das hatten wir schon festgestellt. Und wir hatten uns auch über die Eigenkapitalrentabilität unterhalten. Auch da gibt es zwei Aussagen, was nämlich eine besonders kleine oder eine besonders hohe Eigenkapitalrentabilität bedeuten kann. Und jetzt schauen wir mal noch, was es denn noch so an Konzepten gibt. Denn das war ja noch lange nicht alles. Und wir stellen einfach noch mal ein paar andere Konzepte vor. Eine dritte Möglichkeit, die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten, ist die schöne Umsatzrendite. Beziehungsweise, ich habe jetzt immer Rentabilität gesagt, dann bleibe ich auch dabei. Man kann die Begriffe synonym verwenden, zumindest kenne ich das nicht anders. Umsatzrentabilität, kurz hier UR, die Abkürzungen sind pragmatisch gewählt. UR, die Umsatzrentabilität, bekommt man folgendermaßen. Man bildet den Quotient aus Reingewinn. Das hatten wir ja oben schon mal definiert. Also die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen. Was Aufwendungen und Erträge sind, klären wir im Video zu Grundbegriffen des Rechnungswesens. Kann man mal sich nur anschauen, wenn man das jetzt nicht aus dem Stegreif einordnen kann. Und den Reingewinn beziehen wir hier auf den Umsatz. Deswegen heißt es ja Umsatzrentabilität. Was ist denn jetzt nochmal der Umsatz? Der Umsatz ist ja die Summe an Erlösen, die ich durch den Verkauf meiner Produkte erhalte. Das ist wohlgemerkt nicht der Gewinn. Gewinn ist ja sozusagen dann jetzt hier, ich habe gesagt, Erträge minus Aufwendung. Man kann auch sagen Umsatz minus Kosten. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in was für Dimension man sich bewegt. Man kann sich, glaube ich, den Unterschied vorstellen. Die spannendere Frage ist, was sagt denn jetzt eine Umsatzrentabilität aus? Das ist doch das Verhältnis davon, was ich an Gewinn erziele, bezogen auf den Umsatz, den ich erziele. Und das sagt auch was darüber aus, was ich an Preisen nehmen kann für meine Produkte. Je größer die Umsatzrentabilität ist, desto mehr Gewinn erziele ich doch pro Umsatz. Und je mehr Gewinn ich pro Umsatz erziele, umso höher ist meine eigene Marge, die ich in den Preis einkalkulieren kann. Logischerweise bedeutet das also Folgendes. Hohe Umsatzrenditen bedeuten, dass hohe Preise pro Produkt, je höher der Preis bei konstanten Kosten, umso höher ist mein Gewinn pro Produkt, logisch. Hohe Umsatzraten bedeuten, dass hohe Preise pro Produkt genommen werden können. Genommen werden können. Wo kann ich das machen? Wenn ich Wasser in der Wüste verkaufe, bin ich ganz gut dabei. Da könnte man also davon ausgehen, dass so jemand sich wahrscheinlich über eine hohe Umsatzrentabilität freut. Wenn ich Schnee am Nordpol verkaufe, ist das eher schwierig. Dementsprechend hätte so ein Unternehmen eine schlechte Umsatzrentabilität. Man kann es sich, glaube ich, vorstellen. Ein anderes Konzept, mit dem man die Umsatzrentabilität bewerten kann, ist die sogenannte EBIT-Marge. Jetzt wird es schon ein bisschen technischer. Das liegt aber auch daran, dass dieser schöne EBIT mittlerweile in vielen Unternehmen benutzt wird. Das ist kein Begriff des deutschen Handelsgesetzbuches. Das kommt aus dem amerikanischen Rechnungswesen beziehungsweise dem angloamerikanischen Rechnungswesen. Und dieses EBIT ist eine Abkürzung und steht für, ich habe gelernt, sowas schreibt man dann immer noch groß in der Überschrift, Earning Before Interest and Taxes. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Es geht ja aber hier um BWL und nicht um Englisch. Earning Before Interest and Taxes, was soll das bedeuten? Das ist, kann man sich merken, der Teufel steckt ja natürlich im Detail, es geht um die grobe Aussage, das ist der Jahresüberschuss, den ein Unternehmen erzielt. Allerdings ohne Zinsaufwendungen. Das ist Before Interest. Hier ist ja bei uns noch immer das Zeichen für den Zinssatz. And Taxes, also und Steuern.
Was ist die Motivation davon, dass man seinen Gewinn schön rechnet, indem man Zinsaufwendungen und Steuern rauslässt? Die Argumentation ist, dass Zinsen und Steuern volatil sind. Volatil, volare, lateinisch fliegen. Das heißt also, die sind schwankend. Dementsprechend kann es ja sein, dass ein Unternehmen relativ konstant wirtschaftet, aber einer unterschiedlichen Besteuerung und unterschiedlichen Zinsen in verschiedenen Perioden unterliegt und damit es so aussieht, als würde die Rentabilität des Unternehmens schwanken. Und deswegen sagen die Freunde in Amerika, wir machen dieses EBIT, das heißt, wir nehmen den Reingewinn und ziehen davon aber keine Zinsen und keine Steuern ab, um eben diese Schwankungen bedingt durch externe Faktoren rauszurechnen. Man kann sich darüber streiten, ob man das machen sollte oder nicht. Es gibt auf jeden Fall dieses Konzept. Und die Berechnung ist dann folgendermaßen. Die genaue Auflistung darüber, wie man den EBIT dann berechnet, das ist eine ziemlich lange Liste, findet man dann in entsprechenden Unterlagen oder bei Wikipedia, wenn man möchte. Mir geht es ja darum, dass man diesen Begriff einordnen kann und dann nicht mehr so traurig guckt, wenn einer sagt, wir haben eine EBIT-Marge von 10%. Man weiß gar nicht, was das heißt. Also EBIT-Marge, EM, wird berechnet, indem man den EBIT nimmt und dann auf den Umsatz bezieht, den man mit dem Verkauf seiner schönen Produkte erzielt. Wir machen mal noch ein letztes Konzept und dann haben wir, glaube ich, so einige sehr gängige Methoden vorgestellt, die alle aus unterschiedlichen Motivationen entstanden sind. Das fünfte und letzte, das wir uns hier begucken als Konzept, ist das sogenannte Return on Capital Employed. Das wird auch, ich traue mich kaum, das am Stück auszusprechen, ROCE, ROCE vielleicht oder so, ausgesprochen. Und was ist das? Return on Capital Employed. Das bedeutet ja Gewinn bezogen auf eingesetztes Kapital. Dementsprechend ist auch die Formel strukturiert. Also es gibt den Gewinn, den das Unternehmen erzielt hat. Und das bezieht man jetzt auf das Kapital, das man gebraucht hat, um diesen Gewinn zu erzeugen. Das heißt, man teilt das durch den Wert des Anlagevermögens. Begriff klären wir sofort. Und das weitere betriebsnotwendige Kapital. Was ist das Anlagevermögen? Das Anlagevermögen ist der Wert aller im Betrieb eingesetzten betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern. Das klingt nach einer aufwendigen Definition. Das bedeutet aber einfach nur, dass man dann zum Beispiel den Maschinenpark, den man braucht, um diesen Gewinn zu erzielen, also zum Beispiel irgendwie alle Abfüllmaschinen in der Saftpresserei und die Gebäude, in denen diese Maschinen stehen und so weiter, alles einbezieht. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, das machen wir noch, wenn wir genau über Rechnungswesen sprechen. Also man nimmt das Anlagevermögen, Maschinen und so weiter, alles, was physisch in einem Unternehmen steht, um damit Gewinn zu erzielen. Und das betriebsnotwendige Kapital, da verweise ich einmal auf das Video zu Kosten und Leistungen. Da haben wir diese beiden Begriffe des internen Rechnungswesens eingeführt und erklärt, was betriebsnotwendiges Kapital ist. Das möchte ich dann an dieser Stelle nicht nochmal tun. Das bedeutet also, dieses ROCE ist einfach nur eine Kennzahl dafür, zu bewerten, wie viel Gewinn ich erziele pro Wirtschaftsgüter, die ich dafür einsetzen muss, in Form von Maschinen, Fuhrpark, Fahrzeugen, Hallen und so weiter und eben dem betriebsnotwendigen Kapital, das ich dafür auch binden muss, also zum Beispiel die Personalkosten, die dafür draufgehen oder die Kosten, die ich brauche, um diesen Anlagenpark zu betreiben und so weiter. Alles, was ich an Kapital brauche, damit das hier laufen kann. Das ist also ein Maß dafür, wie viel Aufwand ich habe,
um explizit einen bestimmten Gewinn zu erzielen. Das nimmt man dann auch ganz gerne in der Investitionsrechnung, um sich darüber Gedanken zu machen, sollte man irgendeine Investition in eine Anlage jetzt tätigen oder nicht. Ich fasse nochmal gerade zusammen, was wir jetzt alles hatten, und dann sind wir fertig. Also wir haben über Rentabilität gesprochen, über das Maß dafür, wie wirtschaftlich ein Unternehmen so vor sich hin arbeitet. Und wir haben 5 Konzepte kennengelernt. Die Gesamtkapitalrentabilität, wo ich den Gewinn und die Fremdkapitalzinsen auf das Gesamtkapital beziehe. Und wir hatten darüber gesprochen, warum man die Fremdkapitalzinsen mit in den Zähler nimmt und die ja damit sozusagen die Rentabilität erhöhen, obwohl es ja Aufwendungen sind. Wir haben über die Eigenkapitalrendite gesprochen und über 2 Tücken, nämlich was es bedeutet oder bedeuten kann, wenn die Eigenkapitalrendite sehr klein ist oder sehr groß ist. Dann haben wir über die Umsatzrentabilität gesprochen. Da ist ein E zu viel. Das ist im Wesentlichen ein Maß dafür, in was für einem Markt ein Unternehmen agiert. Das heißt, wie viel Preise es nehmen kann pro Produkt. Also was für eine Marge ich mir aufgrund der Wettbewerbssituation eigentlich erlauben kann. Dann haben wir über die EBIT-Marge gesprochen. EBIT ist ein Begriff aus dem angloamerikanischen Rechnungswesen. Das ist im Wesentlichen der Jahresüberschuss eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern, weil die eben schwanken. Da gibt es die Argumentation, dass man das rausrechnen soll. Und diesen Earning Before Interest and Taxes bezieht man dann auf den Umsatz. Das nennt man EBIT-Marge. Und zum Schluss haben wir uns den Gewinn bezogen auf eingesetztes Kapital, ROCE, angeschaut. Also den Gewinn, den ich pro Kapital einsetzen kann, das ich brauche, um eben diesen Gewinn zu erzielen, und nichts anderes, das dann eben man da noch reinrechnen könnte. Und damit sind wir an dieser Stelle fertig.